Skozi zgodovino je okolica Špilja in Šentilja vedno znova veljala kot zelo sporno mejno območje. Sredi pokrajine se kot vidna meja in prepreka ob reki Muri strmo dviga hrib Horahkogl, ki naj bi bil že v keltskih časih znan kot pomembna energijska točka. Preko Horahkoglja je po koncu prve svetovne vojne potekala meja med Avstrijo in Jugoslavijo. Kot ločnica med različnimi svetovnimi nazori je bil ta zeleni hrib prizorišče številnih zgodb. Für mich ist der Horachkogel vor allem der Berg, auf dem viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenze illegal überschritten haben. Und die sind oft bei meiner Mutter gelandet, weil man hat sie aufgegriffen. Sie sind ins Spielfeld zur Gendarmerie gekommen. Dort konnte man nicht, es war niemand dort, der Slowenisch gesprochen hat. Und meine Mutter ist aus Rogaška Slatina daheim, also aus Slowenien. Und man hat diese Menschen zu uns ins Haus gebracht. Und die sind dann ein bisschen bei uns geblieben. Sie konnten sich ausschlafen, sind gefüttert worden und haben noch vielleicht ein paar alte Kleidungsstücke von meinem Vater bekommen. Und sind dann von der Gendarmerie wieder geholt worden und nach Wagner, das ist bei Leibniz, gebracht worden. Dort hat es nämlich ein Lager gegeben. Wie wir als junge Gendarmen hierher gekommen sind, wurde uns zuerst einmal die Grenze gezeigt von den älteren Kollegen. Und da war einfach Pflicht, dass man den Jungen an die Staatsgrenze führt, die jungen Kollegen, und von der Mur über den Grenzübergang bis hinauf zum Platsch den Grenzverlauf zeigt. Wie auf unserer Seite der Grenzverlauf mit den Grenzsteinen und unmittelbar dahinter die jugoslawische Volksarmee, immer zu zweit unterwegs, bewaffnet mit Maschinenpistolen, und die haben uns kaum eines Blickes gewürdigt. Wenn, dann einmal leicht gedankt, wenn wir gegrüßt haben, aber eher keinen Kontakt gesucht zu uns. Und dann, da hat man ein bisschen ein mulmiges Gefühl, das war halt damals doch noch eine Grenze Österreich-Jugoslawien, eine relativ gut bewachte von Seiten Jugoslawiens zu uns. Wenn man das mit heute vergleicht, ist das für uns alle ein Segen, dass wir bei der EU sind. Mir als Jugendlichen ist es auch wiederholt passiert, dass ich im Wald gegangen bin und auf einmal aus dem Gebüsch raus hat mich jemand gefragt, Österreich, Austria, und dann hat man das Aufatmen gehört, nicht? Gott sei Dank sind wir da. Und wir haben unten ein Haus, also am Ortsrand. Und dort sind regelmäßig auch Leute vorbeigegangen, ohne Gepäck, südländisches Aussehen. Und dann haben wir immer gewusst, aha, da tut sich wieder was. Aber dass man in, wie soll man sagen, in Angst verharrt ist und immer Angst gehabt hat an der Grenze, da könnte wer von unten raufkommen, ein Schwerverbrecher oder sonst was. Das ist in den Erwachsenen nicht vorhanden gewesen, diese Angst, und auch nicht bei den Jugendlichen. Weil großteils waren das Leute, heute würde man sagen Wirtschaftsflüchtlinge oder Jugendliche, die von Jugoslawien raufgegangen sind, weil unten der Wehrdienst bis zu 36 Monaten gedauert hat. Toda po razpadu Jugoslavije in pristopu Slovenije k Evropski uniji je meja začela toniti vse bolj v pozabo. Društvo Horahkogl si je zato zadalo kot nalogo, da ohrani naravno in kulturno dediščino na tem področju. Wir haben immer das Gefühl gehabt, das ist so eigenartig, dass wir so viele Leute auf der österreichischen Seite kennen und ein paar Meter über die Grenze kennen wir eigentlich niemanden. Ja, und so haben wir uns gedacht, machen wir dieses grenzüberschreitende Projekt, weil das ist es, was wir wollen. Wir wollen mehr Verbindung schaffen. Wenn du als Österreicher hingehst und einmal einen Tag Slowenisch anschwingst, bist du mal der verlorene Sohn, der wieder daheim ist. Und das ist was irrsinnig Feines. Und ich habe immer schon ein bisschen her, zur Zeit lang wieder den letzten feinen Abend mit Slowenern gehabt. Aber die feiern so, wie ich es kenne, und da fühle ich mich daheim, muss ich ganz ehrlich sagen. Društvo Horahkogl se je na ta brezmejni dan z obiskovalkami in obiskovalci iz okolice podalo na pot. Na pot, ki s skupnimi dejavnostmi nudi možnost za srečanja in ustvarja nove stike med ljudmi. Der Wald ist größtenteils sich selbst überlassen, und uns war es auch wichtig, einfach, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, das auch wahrzunehmen und sich drinnen zu bewegen
und dort zu sein und einfach auch die Stimmung in dem Wald zu genießen. Ja. Ich war überrascht, was für eine schöne Stimmung dabei entsteht und wie die Leute auch wirklich mitgehen und eintauchen in dieses kleine Naturerlebnis und dabei mitmachen und sich nicht zieren, was ich eigentlich befürchtet habe, aber ganz im Gegenteil, es war richtig schön, alle haben Freude dran gehabt, es war ein schöner Spaziergang. Ich habe selbst so ein kleines Areal an erhaltenen Natur, das heißt, ich habe herrliche Blumenwiese, die ich erhalten habe und so. Und bin ich natürlich auch interessiert, dass gewisse Areale so verbleiben, wie sie da sind. Ne? Znamenje kulturne izmenjave med obema sosednjima državama je slovenski partner projekta Komorni zbor Hugo Wolf iz Maribora obiskal grad v Špilju in na vaji preizkusil akustiko grajskih soban. Ta čudovit poznopoletni dan se je iztekel s prijetnim druženjem, pri katerem seveda ni manjkalo niti vroče glasbe, niti regionalnih kulinaričnih dobrot z obeh držav. Lepo je bilo videti, da so moč skupnosti, iz katere izvira ideja za ves projekt, na koncu tega uspešnega dne začutili tudi številni obiskovalci in obiskovalke. Yeah.